das nach der Reihenfolge machen, wie das auf dem Buch steht. So, hey der Brötle, hoch und kommen. Ja, geht. Probieren wir sie. Grundsätzlich nimmt der Hase alles mit nach Hause, was irgendwie an Tier aussieht. Das nimmt er auch? Das nimmt er. Das funktioniert. Nehme ich auch mit. Ich weiß, dass ich die zweite Hälfte rückwärts so überhaupt gar nicht gut vertrage. Ich tue es aber immer wieder. Und das ist wirklich nicht cool. Also nächstes Mal merken wir uns, wir steigen vorwärts ein, damit wir erst vorwärts fahren, erst rückwärts fahren und dann die zweite Hälfte vorwärts fahren. Das macht mich so blöd im Kopf. Das ist nicht gut. Das macht mich schwindelig. Wie geht es dann? Den kleinen Flori. Ja, Phil hat gesagt, wir werden nicht nass. Phil hat gesagt, wir werden nicht nass. Richtig. Aber falls, das sage ich ja immer. Und falls wir nass werden, ist er schuld. Ja. Und wenn er nicht, dann Kevin. Was kann ich denn dafür? Du bist halt ich werde immer nass. Du bist immer dabei. Also, guck mal, wenn du nass bist, ist alles gut, weil dann werden wir nicht nass. Ja, du bist schön neben mir gleich. Nein. Ich setze mich irgendwo anders hin. Ja, aber dann nicht zum Philipp. Das ist auch Schlagseite. Ich sitze irgendwo anders. Bleib einfach draußen.
Kevin auch ein bisschen. Und mein Po ist auch ein bisschen nass, aber sonst geht es. Aber wir trocknen ja schnell. Ist ja schönes Wetter. Ja, wir gehen jetzt zu Blue Fire. Da sind nämlich nur 5 Minuten Wartezeit. Das passt perfekt zu unserem Timeslot bei Wohnern. Der ist nämlich, ich glaube, 20 nach 1. Und 5 Minuten hören sich bei Blue Fire nämlich perfekt an. Sonst wartet man da ja auch immer relativ lang. Wir stellen uns jetzt fürs Bamboo Bay an. Wir machen eine kleine Mittagspause, wollen ein bisschen was essen. Ich bin ganz gespannt, was es dort zu essen gibt, wie schnell ich mich entscheiden kann. Da wurde ich mit jetzt schon aufgezogen von den Jungs. Aber es ist ja eine schöne Kulisse, bei der wir essen können und ich freue mich schon. Wir haben uns das Gericht 2 ausgesucht. Da sind Nudeln mit drin und Hähnchen, Fleisch und gebratenes Gemüse. Und dann hatten wir noch 2 Toppings, die wir uns aussuchen konnten. Ich habe einmal Sesam genommen und Nüsse. Ich habe Sesam und Laufzwiebeln genommen. Genau, und dann hatten wir noch die Auswahl zwischen 2 verschiedenen Dressings. Einmal ein mildes Curry-Dressing und einmal halt ein scharf. Wir haben uns auch beide für was Mildes entschieden. Ich glaube, es hat 12,80 Euro gekostet, ne? Genau. Nachdem wir jetzt gegessen haben. Das Essen war sehr lecker, wollte ich sagen. Ja, im Bamboo Bay waren wir gerade. Genau. Was hattest du nochmal? Ich hatte die Nummer 2, das war mit Nudeln und Hähnchen. Ja, also man kann sich so eine kleine Bowl immer zusammenstellen. Dauert in der Regel 5 Minuten, glaube ich, nicht länger. Wenn man sich entscheiden kann. Wenn man sich entscheiden kann. Und dann kann das auch direkt losgehen. Dann kann man das sich gut zum Platz nehmen und lecker genießen. Und eine schöne Ambiente, denn Piraten in Batavia fährt quasi durchs Restaurant. Genau, richtig. Ja. Und schönes Schummerlicht, also man wird auch so leicht müde danach. Also ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall eine Runde Piraten in Batavia fahren, damit wir noch so runterkommen und weiter verdauen können. Genau, und jetzt gucken wir den anderen beim Essen zu, denn gerade eben haben wir das bei uns getan. Genau. Ja. We'll be right back.
Wir sind super müde geworden, als wir gefahren sind. Wir hätten jetzt sehr gut schlafen können. Ja, jetzt müssen wir irgendwas machen, damit wir wieder wach werden, finde ich. Proletarium. Schwierig. Geisterschloss. Ich hatte eigentlich an was gedacht, was mehr Action hat. Wir gucken einfach mal, wo es uns hinführt. Also ich möchte ganz kurz nochmal anmerken, ja, wir waren gerade im Bamboo Bay richtig doll lecker essen. Und jetzt sagt Kevin. Und jetzt sagt Kevin, ach, dass er wieder Hunger hat. Da redet man einmal von der Bratwurst, ne? Und zack, wie wir es da. Ich wollte mir auch eine Bratwurst holen. Ja, ich wollte mich auch. Wollt ihr euch etwa auch eine Bratwurst holen? Wir wollen uns wohl alle eine Bratwurst holen. So, nach einer kleinen Pause, Kevins Bratwurststopp und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt fast beim Boletarium angelangt und wollen da mal eine Runde fliegen gehen. Wir haben gerade eine Runde mit dem Voletarium gedreht oder so ähnlich. Ein bisschen müde sind wir geworden, oder? Ja. Wir suchen uns jetzt, glaube ich, mal einen kleinen Biergarten, wo wir eventuell ein kühles Blondes trinken können. Das klingt nach einem Plan. Sonne kommt gerade wieder raus. Passt. Auf geht's. So, was wollen wir trinken? Ein Radler? Hase? Ich weiß nicht, ob ich das trinken darf. Aber eigentlich bin ich noch voll gefuttert von vorhin. Dann musst du gleich nochmal nippen. So, wir haben uns jetzt im Biergarten eingefunden. Machen wir wieder Pause. Bei uns dreien gibt es nämlich einen Radler. Und bei Pasco gibt es einen Erdinger Urweiße. Ja. Ja. Es ist Zeit für eine Runde Matterhorn Blitz. Ja, nachdem wir aus dem Biergarten jetzt endlich rausgekommen sind, nach Hüten. Keine Ahnung, wann wir haben jetzt schon. Das hat sich länger angefühlt. Ja, vielleicht auch eine 43, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall wollen wir jetzt Matterhorn-Blitz fahren. Genau, bei bestem Wetter lassen wir uns ein bisschen rumschleudern. You got something I can never be without, yeah. I'm in your coming, thought I was a man of my own. Engelsflügeln in Griechenland. Ja. Das erste Mal so richtig bewusst drauf geachtet. Wir haben die vorher noch nie gesehen. Wir haben immer gedacht, so, wo sind die denn? Also es war irgendwie schon klar, dass es Griechenland sein muss, weil so weiße Wand und so. Ja. Aber jetzt haben wir auch solche Bilder. Was, wollen die Ballon fahren? Oh, süß. Krass, guck mal. Hast du ihn oder was? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Umarm ihn. Wirklich umarm. Komm, wenn der Papa sagt, wir gehen, dann gehen. Ich möchte ein Eis. Ich möchte ein Eis. Ich möchte immer noch ein Eis. Ich will nicht. So, und jetzt sind wir auf dem Weg zur Tiroler Wildwasserbahn.
Genau, ein bisschen Nässe holen. Spritzwasser. Spritzwasser, das hatten wir ja gerade eben schon irgendwie so ein bisschen, ne? So, erstmal Maske aufsetzen. Ab in die Wildwasserbahn. Immer wieder schön. Der erste kleine Berg ist immer der bösere. Der böse. Das ist immer der böse Berg. Der böse, böse Berg. Der macht einen immer nass. Das ist immer die Wand. So, Paske ist auf der rechten Seite nass. Billy ist auf der rechten Seite nass. Ich bin auf der rechten Seite nass. Außer Kevin. Der ist gerade nass. Ich bin anscheinend nicht mitgefahren. Ja, der saß hinten. Der hat Glück gehabt. Das nächste Mal sitze ich hinten. Europa-Park neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir hatten einen mega ersten Tag für uns in 2021. Yes. Und was haben wir alles erlebt? Ganz kurzes Fazit. Essen, gutes Essen, gute Achterbahn. Gute Achterbahn, Schiene toll gebogen. Ja. Mac-Produkt habe ich jetzt eigentlich erwartet. Mein Gott. Gutes Essen, viele tolle Leute, die wir getroffen haben. Ja. Auch. Den haben wir auch gesehen. Ja, wir hatten einen wunderschönen Tag. Tolles Wetter hatten wir auch noch. Ja, mega. Also es hat alles irgendwie super gepasst. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu unserer Ferienwohnung. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Facebook, Instagram, TikTok oder hier auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.